Hallo Leute und willkommen zur sechsten Folge von unserem Terraria-Projekt. In der heutigen Folge haben wir das Pylonennetzwerk weiter ausgebaut, also mehrere Häuser in verschiedenen Biomen gebaut. Und wir haben generell ein paar andere Sachen gebaut, wie zum Beispiel ein Gewächshaus noch für Pflanzen bzw. Tränke dann. Und wir haben das Wüstengebiet etwas mehr erkundet. Ich habe wieder ein bisschen was gefarmt, unter anderem hier ein paar Herzen. Ich weiß nicht mehr, wie viel du brauchst. Ich habe 360 gerade. Ja, okay, dann. Sollte das auf jeden Fall ausreichen, dass du auch volle Herzen hast. Ich habe unter anderem. So, ich bin jetzt voll. Genau, ich bin auch voll. Ich habe mir auch diese Eisklinge geholt. Oder gefunden, weil ich auch wieder im Eisgebiet gefarmt habe. Na, ich weiß nicht, ob die wirklich so gut ist. Ich glaube Ja, für nicht. mich ist halt am Anfang einer der besten Nahkampfwaffen. Dann habe ich für mich noch Radar geholt. Das ist auch wieder so etwas, wo ich mir was anzeigen lassen kann einfach. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das müsste ich mir auch mal holen. Und ich habe in einem Baum gefunden, ich leider nicht aufgenommen. Hier ist ein kleines Pad, was jetzt für mich kämpft. Das ist jetzt nicht wieder Schleim, der einfach nur zur Deko da ist. Weil es hier dieser kleine Ja, den hattest du Vogel. letztes Mal schon, oder? Ach, der Vogel. Ja, genau, der Vogel. Und der kämpft jetzt auch für mich. Das ist einfach ein kleiner Unterstützer. Das hat nämlich mit der vierten Klasse zu tun. Der Summoner-Klasse. Als Beschwörer. Weil diese Klasse baut genau auf diese Dinger, um von denen. Günstlingen heißen sie sogar, glaube ich. Einfach sehr viele zu haben, dann kannst du irgendwann mal 12 Flügel haben oder so. Es ist auch einfach für jede Klasse nice, irgendeinen Günstling zu haben, weil es einfach nochmal extra Schaden ist. Also, wo kann man die am besten finden? Ich glaube, am Anfang gibt's eben diesen Vogel, den man in Bäumen findet. Tatsächlich haben wir gar keinen Baum-Dungeon auf der ganzen Map, was sehr traurig ist. Das ist wirklich krass. Ich glaube, noch als Option ist wirklich Slimes zu töten, weil die können auch so einen Stab droppen. Im Dschungel gibt es von Bienen, glaube ich, was. Also das wäre dann das erste craftbare Item, wo dann jeder von uns dann wirklich eins hat, spätestens. Wir können jetzt rein theoretisch am Strand ein Haus bauen. Ja, stimmt. Du kannst den Dämonitbogen mal noch machen. Ja. Falls du noch keinen gemacht hast. Ne. Dämonitbogen. Und der ist jetzt besser, oder wie? Genau. Das sollst du ja auch am Schaden sein, glaube ich. Ach so, ja. Alle verkauft, ne, doch nicht. Die sind tatsächlich sehr viel Gold wert, also wir können später noch mal ein Auge machen, um einfach Geld zu farmen. So, jetzt habe ich auch eine gute Axt. Jetzt haben wir auf der rechten Seite oder auf der linken Seite Haus bauen, weil dort können wir uns dann später auch hin teleportieren. Genau, wir sind Hier. hier. Jetzt können wir hier die Ah, du Bäume. bist hier aufgespießt worden. Ah. Ja, stimmt, ich bin hier gelaufen. Ja, da unten geht es wirklich sehr tief runter, aber keine Ahnung. Ich merk's gerade. Oh, da ist eine Schlucht hier unten sogar. Ja. Auf der rechten Seite auch sogar. Wo sind denn die Wände? Jackpot ist auch geeignet. Genau, es sind beide geeignet. Wie viel hast du noch von Palmholz? Hast du es? Ja, dann könnte man hier noch so ein bisschen auf schön ein paar Stützbalken machen. Jetzt sollten dann auch neue Bewohner da spawnen. Was greift wieder an? Seeschnecke. Junge, die macht richtig viel Schaden. Ich hab doch ein Hai angegriffen. Ich hab zwei Haiflossen sogar. Die brauchst du sogar irgendwann. Wir könnten hier rein theoretisch auf jeden Fall. Wer ist das? Den Angler her. Und dann müssen wir schauen, mit wem sich der Angler verträgt. Beziehungsweise wer auch den Ozean okay findet. Dann sollte der das verkaufen können. Brauche ich einfach noch den Steg fertig, dann ist es eigentlich soweit fertig. Da kannst du mal draufklicken. Da öffnet sich hier dein Bestiarium, wo hier alle Dinger sind, die du getötet hast, alle Mobs, die wir getötet haben. Wenn du die Dorfbewohner anklickst, siehst du ja immer einen Hintergrund hinter denen. Ja. Damit zeigen die sozusagen, in welchem Biom sich wohlfühlen. Also.
Okay, es wird auf jeden Fall der Waffenhändler und der Farbenhändler, also der, wo schon so aussieht, als wäre in der Wüste. Genau, die beiden mögen sich und die beiden mögen auch die Wüste. Das heißt, wir könnten jetzt noch ein Haus in der Wüste bauen. Wo bist du? Ja genau, wenn du da jetzt weiterläufst nach dem Dschungel, kommt wieder eine Wüste. Dort würde ich eigentlich dann auch das Haus bauen. Aber das ist eigentlich egal. Nee, vor mir war da schon eine Wüste, oder? Ja, aber die ist relativ nah an unserer Base eigentlich. Da brauche ich direkt dann auch daneben ist auch das Haus vom Dschungel. Und das ist nicht so gut, oder wie? Nö, es ist rein theoretisch egal, aber es wird sich ja mehr für uns lohnen, einen Teleportpunkt zu bauen, wo weiter weg ist. Achso, deswegen. Das Kakteen als Hintergrund nehmen und Sand als Brick sozusagen. Wir haben auch eine Brick-Version. Und wir wissen ja schon, welche hier hin müssen. Das ist einmal der Farmhändler und der Waffenhändler. Dann gehe ich hier mal in die Höhle runter, einfach mal gucken. Ja genau, da wollte ich sowieso auch rein. Dort konnte man unter anderem den Golfer finden. Der wurde jetzt schon gefunden von irgendjemandem von uns. Aber ihr könnt hier auch eine Statue finden, die sehr stark ist. Die können wir einfach in unserer Arena aufstellen. Dann bekommen wir nochmal, ich glaube, 6 Abwehr oder so, wenn wir in der Nähe sind. Ja, die Mobs sind ja auch sehr gefährlich. Also müssen wir mal schauen, ob wir schon hier rein können oder... Das Problem ist halt, dass ich keine Dings mehr habe, keine Pfeile mehr habe. Ja, wir müssen mal schauen, wie lange wir überleben. Oh Gott, ja. Der wird jetzt wahrscheinlich der Death sein. Oh, es geht zwar recht gut von Damage. Fossil bekommen, bist? Da wieder statusfähig ist. Okay. Kann man, glaube ich, auch irgendwas craften draus. Ich kann auch gucken. Ja, es sind nur diese Rennboots in der Wüstenversion. Ah, ich habe diese Fossilien bekommen. Von irgendwo her. Was kann ich daraus jetzt machen? Rüstung. Es ist eine Fernkampfrüstung. Und ein Zauber. Ich glaube, Triade würde gehen. Ich glaube, die kann man überall hinzufügen. Kannst du versuchen, mal die Triade nach hinten zu tun dann? Genau, er hat sie. Kostet 8 Gold. Wüstenpylone. Jetzt sollte ich mich damit hin und her porten können. Und das funktioniert. Nice. Let's go. Goldie, ich habe ein Problem. Ich habe keine Pfeile mitgenommen. Dann. Ja, was soll denn anders aus? Oh mein Gott, Jamie. Was? Ich hab irgendwelche Brillen bekommen. Lol. Die Maske! Nee. Ich hab das Pad! Jetzt habe ich auch so ein Auge als Pad. Lol. Dann kommt hier die Triade mal hin. Die haben sich ja erst in der Nacht teleportiert, oder? Weiß nicht. Genau, Gewächshaus ist fertig und ja, hier ist auch schon die erste Tagesblume gewachsen. Das wird auch die wichtigste Pflanze sein, die wir hier brauchen. Das alles hier sind Müllpflanzen, das ist einfach ein bisschen Deko, das können wir wegmachen. Also dort, wo nur Stiele sind, das sind richtige Pflanzen, die halt noch wachsen müssen zu verschiedenen Tageszeiten oder irgendwas anderem. Ob es Blutmond oder normaler Nacht ist. So eng zusammen. Ja. Genau, Gewächshaus ist fertig. Was wir jetzt noch machen können, sind Herzlaternen. Die können wir dann einfach in der Arena aufstellen. Die tun nämlich wie die Lagerfeuer einfach einen kleinen Regenerationseffekt geben. Was wir noch machen können für die Arena sind das hier. Sterne in der Flasche. Mhm. Das stimmt für die Mana-Regeneration. Genau. Ich glaube auch Magieschaden, oder?
Ne, das wird einfach, glaube ich, Mana genauso. Aber trotzdem, vor allem für dich als Magier ist es sinnvoll, wenn das hier mal also aufgestellt dann ist. Dann ein Spiel, wo wir die Mechanik drin haben können, glaube ich. Ah, fuck, hier gibt's eine Sternstatue. Auch einfach nochmal so ein kleiner positiver Effekt. So, erste und. Genau, hier, Lebensgeneration halt. Okay, bitte verkauf Pylone! Gott, ich werd so arm mittlerweile. Können wir hier aufstellen. Dann können wir hier teleportieren und zur Büste. Haben jetzt drei Pylonen. Wir könnten jetzt noch für die Arena mehr oder weniger so eine Wüstenstatue farmen. Damit? Ah, ja, bitte. Wir haben dort, wo unser Pylon auch ist. Da gibt's ja, da ist ja der Eingang, wo ich auch runtergebaut habe. Ja, genau, ich und Dodo waren da kurz und haben ein Haus gefunden, da war aber noch Scheiße drin. Du könntest wir haben ja zwei Eingänge, dann kann ich einfach rechts die irgendwie suchen in diesen Kisten und du kannst links reingehen und die suchen. Wir haben einfach doppelte Wahrscheinlichkeit, das zu finden und hoffentlich finden wir es, weil das wäre schon ein sehr wichtiges Item. Zwei Wüstenkerne-Göstern gefunden, als wir sich Dodo kurz im Untergrund waren. Aus dem konnte man eine Fernkampfrüstung machen. Im Skeleton da sind. Die Schnur kann man eigentlich einfach craften und dann. So. Ah, man hat es von den Würmern bekommen. Oh, Scheiße. Das widerstandsfähig ist. Oh mein Gott, ich hab mich. Oh, Halli. Halleluja, ich hab mich. Ich hab übrigens eine Truhe Scheiße bekommen. Alter, ich hab mich so erschrocken gerade. Ich bin auch so sind in eine Sandfalle reingerannt. Aber auch nicht immer, man kriegt nicht immer dieses Fossil. Ah ja, und hier erinnere ich mich, damit konnte man so Seile mehr oder weniger herrschen als die Schlangenpfeife. Na guck, ich hab noch Dynamit. Oh mein Gott, Sandfalle. Ich hab auch einen erwischt. Zeit, um was wegzusprengen. Bumm. Ja, ich hab's. Hast du die Statue? Ja. Ja. Good question, wo ist die Mitte? Ja. Genau. Das ist die Statue, die war in der Kiste und die macht jetzt, dass wir in der Nähe immer 5 Verteidigungen mehr haben, was extrem stark ist für Bosskämpfe. Und was auch richtig stark ist, ich hab eine Meißel bekommen. Ah ja, den wollte ich auch noch farmen eigentlich. Richtig geil. Bräuchten für eine komplette Rüstung für Dodo. Das sind 30, 40. Ich habe hier unten irgendwie mal ein Ding. 60 Fossile brauchen wir. Okay, wir haben Blutmond. Das heißt, es brauchen einiges stärkere Mobs, solche Blutzombies und auch einiges mehr Mobs. Aber man bekommt dafür eigentlich auch ein geiles Item mit der Kriegen Wahrscheinlichkeit. Es gibt mehrere geile Items, glaube ich. Ja, aber. Was? Ach lol! Ich habe einen Zylinder. Wenn wir hier irgendwas Gutes gedroppt bekommen, dann zeige ich es euch einfach. Lol, Halskette. Echt, hast du eine? Ich habe auch eine. Die habe ich gar nicht gemeint. Achso. Egal. Ja, wenn man die anzieht, tut man halt bis in die Rüstung von Gegnern überspringen oder so, umgehen. Zu sein, genau. Aber keine Ahnung, was gut ist, dann wirklich ist. Kann man später eigentlich auch nochmal dann Dings. Anderen Items. Alter, Junge, hier sind so viele Pflanzen. Ich kann dir das hier mal geben, weil wir waren ein bisschen in der Wüste und haben diese Statue gesucht und haben diese Sachen gefunden, ne? Kannst du mal zum Guide gehen? Warte mal. Du hast mir das Fossil gegeben. Genau. Gut. Hersteller? Das musst du eine Rüstung finden. Ja. Fossil, genau, weil. Sowas. Die wollen wir dir machen, weil die ist für Fernkampfschaden. Das ist mehr oder weniger deine erste Fernkampfrüstung und dafür würden wir jetzt auch dann noch in. Die Wüste gehen und. Der Bernsteinschab? Das ist durch Magieschaden, oder? Magischer Schaden.
Ja genau, die wird für Louis, aber der meinte, dass Dings, dass der nicht so gut sein soll. Noch ein bisschen, noch glaube ich, eine 10 Minuten aus so einer Wüste gefarmt. Hab den Stab hier gefunden. Toll, ich war vorhin auch gefarmt und hab ihn bekommen. Wow. ich habe auch eine magische Muschel gefunden, wo ich mich zum Ozean teleportieren kann und einen Meißel, wo ich dann schnell abbauen kann, wenn ich ihn ausrüste. Ach, du auch. Nice. Ja, dann hat der, ich habe sogar irgendwie dann einen Händler gehabt, da hat mir ein Himmelsding verkauft. Magnet.